In diesem Video möchte ich über Funktionen sprechen. Du kennst schon ganz viele Funktionen aus P5 und du hast vielleicht auch schon selber Funktionen geschrieben. Ich möchte hier das, was nötig ist, um eine Funktion zu schreiben, Revue passieren lassen und die Dinge einmal benennen, die einzelnen Bausteine. Ich beginne damit, dass ich hier im leeren Editor, ich habe alles, was mit P5 zu tun hat, gelöscht, eine Funktion aufrufe, die es nicht gibt. Das gibt eine Fehlermeldung. My new function is not defined. Um diese Funktion benutzen zu können, muss ich sie zuerst deklarieren. Dazu schreibe ich das Schlüsselwort Function und dann den Namen der Funktion und dann die geschweiften Klammern. Und der Code, der zwischen den geschweiften Klammern steht, wird nur ausgeführt, wenn ich die Funktion aufrufe. Ich könnte zum Beispiel schreiben Console.log. Hello. Und wenn ich diese Funktion aufrufe, dann wird Hello in die Konsole geschrieben. Ich kann auch mit einem Argument einen Wert an die Funktion übergeben. Ich könnte hier zum Beispiel einen Namen schreiben, Anna. Und damit ich diesen Wert im Funktionskörper, so heißt der Teil zwischen den geschweiften Klammern, damit ich diesen Wert dort benutzen kann, schreibe ich hier als Äquivalent zum Argument im Funktionsaufruf schreibe ich hier einen Namen einer Variable. Häufig wird das als Parameter bezeichnet. Zum Beispiel a oder in diesem Fall könnte ich sagen name. Wie das heißt, kannst du selber entscheiden. Wie bei Variablen bist du frei darin, hier einen geeigneten Namen zu wählen. Und dann könnte ich hier sagen, dass ich möchte, dass dieser Name hinten an das Hello geklebt wird. Und wenn ich dann sage, my new function Anna und das ausführe, dann heißt es Hello Anna. Oder wenn ich die gleiche Funktion mit anderen Argumenten aufrufe, zum Beispiel my function Benny, dann heißt es Hello Benny und Hello Anna. Also ich kann das so viel mal aufrufen, wie ich will, mit beliebigen Argumenten. Und es wird immer Hello mit diesem Argument zusammengeklebt, mit dem Wert, den ich als Argument übergebe. Solche Funktionen heißen Funktionen mit Nebenwirkung, mit Side-Effekt. Also es gibt eine spürbare Änderung, ich kann messen, dass sich etwas geändert hat, in der Konsole steht jetzt etwas. Oder wenn ich zum Beispiel eine Ellipse in P5 mit einer Funktion auf den Canvas zeichne, also mit der Ellipse-Funktion, dann hat das auch einen Side-Effekt. Es gibt aber Funktionen, die haben nicht einen Side-Effekt, sondern die liefern einen Wert zurück. Zum Beispiel könnte ich sagen, die Funktion kriegt zwei Argumente und es sind zwei Zahlen, zum Beispiel 1 und 2 oder 4 und 5. Und ich schreibe das nicht in die Konsole, sondern ich gebe das zurück und dazu schreibe ich das Schlüsselwort return. Und dann, damit ich wieder auf diese Werte zugreifen kann im Funktionskörper, muss ich hier die Parameter oder die Argumente ergänzen. Und in diesem Fall brauche ich zwei davon, zum Beispiel a und b. Und dann könnte ich die zum Beispiel zusammenzählen und das Resultat dieser Rechnung zurückgeben. Wenn ich das ausführe, sehe ich keine Auswirkung, keinen Side-Effekt. Was ich aber tun kann, ist, ich kann das in eine Variable speichern. Also ich kann einer Variablen den Funktionsaufruf zuweisen als Wert. Und dann kann ich das in die Konsole schreiben. Dann sehe ich wieder etwas. Diese Art Funktion, die einen Wert zurückgibt, das ist wahrscheinlich das Nützlichste für den Eigengebrauch. Also, dass du, wenn du komplizierte Rechnungen machen musst, dass du so eine Funktion schreiben kannst als eine Art eigenes Werkzeug, das du dann immer wieder nutzen kannst. Wenn wir uns vorstellen, dass wir einen Array haben,
von dem wir nicht wissen, wie viele Dinge das drin sind. Und wir möchten aber immer das Letzte, was im Array drin ist. Dann könnten wir zum Beispiel eine Funktion schreiben, die das tut. Und wir könnten sagen, dass myNewFunction einfach ein Argument kriegt, und zwar diesen Array, und dass es immer das letzte Element im Array zurückgibt. Und das könnten wir dann zum Beispiel so schreiben, dass wir den Array zurückgeben mit dem Index 1 kleiner als seine Länge. Und dann, wenn ich schreibe console.log my new function und als Argument diesen Array hineinschreibe, dann müsste ich 9 kriegen. Und ich kriege 9. Einen Fehler kriege ich wahrscheinlich, wenn ich einen leeren Array als Argument übergebe, weil dann wird gefragt, was auf dem Index minus 1 steht, weil die Länge ja jetzt 0 ist, und das gäbe wahrscheinlich einen Fehler, oder es gibt undefined. Also es ist nicht immer so, dass die Funktion genau das zurückgibt, was du erwartest. Da musst du aufpassen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich gegen solche Dinge zu schützen. Du könntest zum Beispiel sagen, if a.length kleiner gleich 0, dass du einen anderen Wert zurückgibst. Zum Beispiel könntest du sagen, array too short. Und wenn du das ausführst, dann kriegst du immerhin eine Meldung in der Konsole, die dich darauf hinweist, was schiefgelaufen ist. Und wenn ich jetzt hier, nur um zu zeigen, dass es trotzdem funktioniert, wenn ich hier Zahlen hineinschreibe, 4, 3 und 1, dann kriege ich die letzte zurück. Also manchmal ist es nötig, solche Weichen einzubauen. Aber immer wenn du Codezeilen hast, die kompliziert und zu lange sind, oder Abschnitte, die sich wiederholen in deinem Programm, dann ist es wahrscheinlich Zeit dafür, eine eigene Funktion zu schreiben.